hatte sich in den letzten Jahren nicht nur besonders hervorgetan mit seinen starken Runden und Erfolgen, sondern eben auch mit dem Coachen, mit dem Ausbilden auch von jungen Pferden, ganz besonders natürlich auch einen Reed Kessler hervorzuheben, ist er momentan wieder ja einfach auch ganz, ganz stark beritten. Und dazu zählt nun mal auch dieser Hengst von Fabien Schreiber kommt. Der 10-jährig ist er, belgischer Herkunft, Chin-Chin Kalidos Sohn, Chin-Chin van het Lindorf. Wieso Hengst im letzten Jahr, Ende letzten Jahres, London Olympia, Dritter im großen Preis gewesen, weitere Springen auch noch weiter top platziert gewesen. Und wenn Sie es noch nicht gesehen haben, dann sollten Sie sich mal erkundigen, wo Sie vielleicht noch den Ritt des großen Preises von Oplabek bestechen bekommen. Das dürfen Sie sich noch mal ansehen. Eine kleine Lehrstunde hat er da mal wieder abgegeben. Markus Ening und Chin-Chin van het Lindorf. Ein sehr, sehr großrahmiger, sportiver, langbeiniger. Schimmelsohn ist Chin-Chin. Oh. Hier beim Einstieg, dieser Doppelochser, kriegt er hier diesen Fehlertick ganz leicht hinten drauf. Vielleicht haben wir das auch gleich nochmal in der Zeitlupe, dass jetzt da gerade so viele rausgehen. Lag jetzt, glaube ich, nicht an dem Fehler von Markus. Sie sagen, ob wenn der nicht im Stechen ist, dann können wir auch gehen. So, da haben wir den Fehler. Ja, einfach so ein bisschen.